Claudia Brey, ÖBB Immobilien, heute bei unserem Get2Immobilientag. Heute ging es am Podium ganz stark um neue Arbeitswelten, aber nicht nur quasi für die Immobilienbranche, die Arbeitswelten zur Verfügung stellt, sondern auch über Arbeitswelten in den Immobilienunternehmen selber. In Ihrem Unternehmen, was ist neu an der Arbeitswelt, die Sie kreieren, oder was müssen Sie in dieser Arbeitswelt immer wieder neu anpassen? Also das, was für uns natürlich das Wichtigste ist, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen als ÖBB Immobilien und deswegen sind die Mitarbeiter unser wichtigstes Asset. Und die Mitarbeiter zu bekommen und dann auch spannende Jobs zu bieten und attraktive Rahmenbedingungen, um die Mitarbeiter dann auch zu halten, ist ein wesentliches Thema bei uns. Mitarbeiter halten, das ist momentan wirklich sehr schwierig. Fluktuation hört man eigentlich in vielen Unternehmen, ist ein großes Thema, vor allem bei den schwierigeren Jobs. Was macht ihr, um Mitarbeiter langfristig im Unternehmen zu halten und zu entwickeln? Also ich glaube, das ist genau das Stichwort. Man muss Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen die Perspektive geben, sich weiterzuentwickeln im Unternehmen, weil sonst entwickeln sie sich woanders weiter. Und das ist ja genau das, was man nicht möchte. Uns ist es auch ein großes Anliegen, dass sich die Mitarbeiterinnen weiterbilden und wir unterstützen und fördern das auch und versuchen so spannende Jobs mit Aussicht zu schaffen. Ein bisschen hat man das Gefühl, dass momentan auch so die Angst vor dem Bewerber umgeht, nämlich vor den Forderungen von jungen Menschen, die vielleicht aus den Medien oder so diverse, wie soll ich sagen, vielleicht zu hohe Erwartungen haben. Merken Sie das auch? Naja, es ist der Markt einfach aktuell so, dass man eigentlich sich als Unternehmen bei den Arbeitnehmerinnen bewirbt und nicht umgekehrt. Und was wir schon sehen, ist, dass die jungen Leute, die jetzt von der Uni kommen, dass die zum Teil recht andere Anforderungsprofile haben. Wir vergleichen es ja immer noch mit uns selbst, wie wir unsere Karriere begonnen haben. Und das ist jetzt auch nicht vorgestern gewesen. Und Themen wie Work-Life-Balance, Flexibilität in der Arbeit, die sind von der Stunde 1 ein Thema und auf das muss man sich einstellen. Viel geht wahrscheinlich auch über Arbeitsplatz. Ja. Wie gestalten Sie Ihre Arbeitsplätze? Gibt es da innovative neue Ideen dazu? Ja, auf jeden Fall. Also vorausgeschickt sei, dass wir natürlich nicht unseren gesamten Bürobestand auf einmal umbauen. Das weder gibt es die Notwendigkeit, noch wäre es wirtschaftlich. Aber was wir schon tun, ist einen Fokus zu setzen auf aktivitätsbasiertes Arbeiten. Das heißt, in den Büroraum in Zonen einzuteilen, je nach Arbeitsphase und daher wegzugehen vom Einzelarbeitsplatz der Maximalbelegung, was natürlich auch wirtschaftliche Gesichtspunkte hat. Und das setzen wir in unseren Flächen nach und nach um. Dabei ist sicher das Thema Leadership ja auch sehr wichtig. Für Sie als Führungskraft, wie hat sich da Ihre Welt verändert und beziehungsweise wie bereiten Sie sich auf diese Arbeitswelt vor? Ich glaube, das ist insbesondere für die Führungskräfte ist es eine hohe Anforderung, weil wir alle und gerade auch Leute, die schon Jahrzehnte Führungskräfte sind, die müssen sich auf einen Wechsel des Führungsstils einstellen. Wenn man Leute anders führt, die ich eben nicht mehr 5 Tage in der Woche bei mir sitzen habe, sondern die remote arbeiten, die flexible Arbeitsplätze haben. Und diese Herausforderung gilt es als Führungskraft zu meistern. Und auch die Anforderung der Mitarbeiter hat sich gewandelt. Mittlerweile will man ja begeistert werden und mitgerissen werden. Und das ist in manchen Jobs halt auch ein bisschen schwierig. Ja, wobei ich glaube, diese Anforderung der Bewerber, die hat es schon immer gegeben. Also, dass man mitgerissen werden möchte und dass man von seiner Arbeit überzeugt sein möchte und sich mit dem identifizieren möchte, was auf seiner Visitenkarte steht, dass man stolz ist, für ein Unternehmen zu arbeiten. Das hat sogar auch schon gegeben, als ich angefangen habe zu arbeiten. Spielt das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle? Arbeiten Mitarbeiter lieber bei einem nachhaltigen Arbeitgeber? Ich glaube, dass ganz generell die Sinnfrage eine wichtigere geworden ist, dass ich einen Job mit Sinn habe. Und das ist vielfach natürlich verbunden mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also ja, das glaube ich schon. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Wie hat es Ihnen heute hier gefallen? Irrsinnig gut. Also es war eine tolle Veranstaltung wie immer und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank. Dankeschön. Danke vielmals.